Erlebnisbauernhof für Kinder in Blankenburg eröffnet. Der Pferdesport- und Naturfreundeverein e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kinder für die Landwirtschaft zu sensibilisieren. Ihnen zu zeigen, woher unsere Nahrungsmittel kommen und wie sie teilweise weiterverarbeitet werden. Der Reiterhof an der Westerhäuser Landstraße bietet ausreichend Platz und das richtige Umfeld für Tiere vom Bauernhof. Das hier besteht also darin, dass wir mit den Kindern, begonnen vom Kindergarten bis zum Grundschulalter, die Kinder mit der Arbeit in der Landwirtschaft vertraut machen, mit dem Kreislauf der Natur, also ich sage einfach mal, praktisch erleben, der Vielfältigkeit eines Bauernhofes. Anders kann man das gar nicht sagen. Ja. Also von der Produktion eines Hühnereis bis zur Verwertung. Ja, dazu gibt es ein mobiles Klassenzimmer. Gibt es verschiedene interessante Spielchen, die wir mit den Kindern machen, damit sie auch verstehen, wie was entsteht, bis hin zum Kuchenbacken. Unterstützung erhält der Erlebnisbauernhof von vielen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern. Und auch die kommunale Beschäftigungsagentur hilft aktiv an der Umsetzung der Idee. Ja, also erstmal ist es so, dass ich heute total begeistert bin, als ich hier das alles gesehen habe. Das ist so klasse. Ich finde es einfach schön, dass solche engagierten Menschen wie Herr Klingner solche Projekte, in denen es praktisch darum geht, Kindern das Leben auch in der Landwirtschaft nahezubringen, die Tiere, die es hier gibt, nahezubringen. Das finde ich so toll, dass es sowas gibt. Und natürlich unterstützen wir das als Koba. Denn gerade in unserer heutigen Zeit, die eigentlich so PC, IT, Handy geprägt ist, gibt es ja kaum Berührungspunkte für die Kinder, wo sie mal sowas erleben können. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist. Das ist für mich auch ein kleines Stück Kultur, das wir haben, was man erhalten muss, und deswegen finde ich das sehr schön und natürlich unterstützen wir das. Wir unterstützen das durch die Förderung eines Mitarbeiters über das Landesprogramm Aktiv zur Rente Plus. Das dauert ein Jahr und der Mitarbeiter unterstützt hier diesen Erlebnisbauernhof, hat mit errichtet und wird ihn auch weiter jetzt hier mit betreuen. Es sind ja noch viele Arbeiten zu machen. Dann unterstützen wir mit drei Arbeitsgelegenheiten, also drei Mitarbeiter, die im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit hier tätig sind, noch bis Oktober, die auch auf diesem Erlebnisbauernhof mitarbeiten. Und dann haben wir noch eine Arbeitsgelegenheit, eine Mitarbeiterin, die praktisch Gruppen betreut, Kinder und Jugendliche betreut beim therapeutischen Reiten. Zur Eröffnung sind Hunderte von Gästen mit und ohne Kinder gekommen. Sie wollen sehen, was in den vergangenen Monaten hier entstanden ist. Die Veranstaltung nutzt Hans Klingner, um sich bei allen Helfern zu bedanken. Aber auch er selbst kann aus den Händen des Bürgermeisters von Fischbeck die Fluthelfernadel von Sachsen-Anhalt entgegennehmen. Kinder der Kita am Bergeshang unterstützen das Programm mit kleinen, lustigen Tierliedern. Der große Ackerwagen am Eingang ist geschmückt mit vielen reifen Früchten aus der Region. Natürlich darf auch die Erntekrone nicht fehlen. Für die Kinder gibt es allerlei Spiele und Wissenswertes rund um die Landwirtschaft. So muss schnell reagiert werden, um die rollende Erbse zu treffen. Wer sportlich fit ist, kann mit Hilfe seiner Beinkraft das Getreide grob mahlen. Das Melken am künstlichen Euter bereitet schon größere Schwierigkeiten. Etwas abseits stehen alte, aufgearbeitete landwirtschaftliche Geräte. Natürlich werden zur Eröffnung auch Getränke und ein Imbiss angeboten, wie zum Beispiel Hackus und Knieste aus dem transportablen Backofen. Das mobile grüne Klassenzimmer, unter Federführung des VHS-Bildungswerkes entstanden, ist ausgestattet mit Herd, diversen Schränken und einer großen Sitzecke. Hier lernen die Knirpse künftig, was aus den landwirtschaftlichen Produkten alles hergestellt werden kann. Das Wichtigste sind aber die Tiere.
Um als Archebauernhof anerkannt zu werden, müssen 5 vom Aussterben bedrohte Tiere gehalten und gezüchtet werden. 3 von ihnen werden während der Schau vorgeführt. Allen voran die braune Harzkuh Rosi, gefolgt vom Pony aus England. Hugo, der Esel, und das Lama Helga schließen sich an. Nach den 2 Ziegen, deren Rasse aus der Schweiz stammt, folgt die Harzziege Heidrun, eine ebenfalls vom Aussterben bedrohte Rasse. Lilly, das Milchschaf aus Korsika, wurde mit der Hand aufgezogen. Den Schluss bilden die Hühner. Brahmas und Orpingtons zählen zu den größten ihrer Art. Majestätisch anzusehen, Hahn Harald. Die japanischen Seidenhühner dagegen wirken wie Zwerge. Ein Dank gilt auch den vielen Tierpaten, die durch ihre Unterstützung unter anderem die Futterkosten übernehmen. Auf dem Bauernhof kann auch geschmunzelt werden. Es sind nicht nur die alten Bauernweisheiten, die in Bild und Schrift umgesetzt wurden, sondern auch die vielen anderen Sachen zum Staunen. Wie zum Beispiel die germanische Wetterstation. Der Hundesportverein, die Bodespringer aus Thale, sorgen am Eröffnungsnachmittag für allerlei Kurzweil. Wer will, kann ein Pferd besteigen oder mit dem Pony reiten. Außerdem sind Kutschfahrten angesagt. Mit solch einem großen Interesse haben die Veranstalter an diesem Tag nicht gerechnet. Also kommen kann jeder, jeden Tag. Und wir legen natürlich darauf Wert, dass vor allen Dingen Schulklassen, Kindergartengruppen kommen. Und da muss man natürlich vorher anmelden, weil wir ja dann bestimmte Vorbereitungen treffen. Aber ansonsten ist zu jeder Tageszeit, an jedem Tag das möglich. Unser Ziel besteht darin, das ist ja, dass wir mit großer Nachhaltigkeit den Kindern das anbieten. Wer den Erlebnisbauernhof besuchen möchte, kann sich unter info@erlebnisbauernhof-harz.de problemlos anmelden. Spannende Projekttage rund um die Landwirtschaft werden garantiert.